Hallo, mein Name ist Martin Schneider. Ich bin 21 Jahre jung und komme aus Südtirol. Um genauer zu sein, komme ich aus Antholz-Mittertal. Das ist ein kleines Bergdorf auf 1350 Metern Meereshöhe und deshalb die meiste Zeit im Jahr sehr verschneit. Und deswegen bin ich auch ein relativ guter Skifahrer. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und bin ein richtiger Naturbursche. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinen Szenen. Danke, dass Sie das möglich gemacht haben. Das ist schon okay. Ich kenne deine Kolumnen. Glauben Sie, dass Sie mit Aktionen wie dem Kaufhausbrand den Völkermord in Vietnam stoppen können? Nein. Die Aktion war so gesehen auch ein Fehler. Aber das habe ich schon vor Gericht gesagt. Sie müssen das als Rebellion begreifen. Diesmal werden wir nicht tatenlos zusehen, wie sich der Faschismus breit macht wie unter Hitler. Diesmal werden wir Widerstand leisten. Wir haben eine Verantwortung vor der Geschichte. Die Menschen in unserem Land und in Amerika, die müssen fressen. Fressen und einkaufen, damit sie ja nicht auf die Idee kommen, nachzudenken. Damit sie ja nicht im Bewusstsein kommen, dass sie irgendwann mal was tun müssen. Habt ihr deswegen das Kaufhaus angezündet? Ich werde mich niemals damit abfinden, nichts zu tun. Niemals. Wenn die Leute von uns abschießen, wie Dutschke, dann werden wir in Zukunft zurückschießen. Das ist nur konsequent. Das meinen Sie nicht im Ernst? Überall auf der Welt kämpfen die Genossen mit der Waffe in der Hand. Wir müssen uns mit denen solidarisch erklären. Aber das tun wir doch. Auch wenn ich die Faschisten dafür ins Gefängnis werfen? Solche Opfer müssen gebracht werden. Oder glaubst du, dass du mit deinem Theoriegewichse irgendwas ausrichten kannst? Sorry, das war nicht so gemeint. Na? Bereit für dein Geschenk? Du widerst mich so an. Blair, warum glaubst du eigentlich, der einzige Mann in deinem Leben sei Nate? Was soll das? Ist vorbei. Du klingst ja wie ein eifersüchtiger Freund. Ja, sicher. Das wünschst du dir. Nein, das wünschst du dir. Bitte. Du vergisst, mit wem du redest. Du ebenfalls. Chuck. Magst du mich? Definiere mögen. Das kann auch jetzt ein schlechter Scherz sein. Du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Weißt du, ich kann nachts nicht schlafen, weil irgendwas in meinem Bauch rumflattert. Schmetterlinge? Glaub mir, niemand ist überraschter oder bestürzter darüber, als ich es bin. Chuck, sorg dafür, dass deine Schmetterlinge sterben. Na schön. So gut war es auch nicht. Hast du nicht gesagt, du könntest ohne mich nicht leben?
Wo ist unser Sohn? In kleine Teile zerhackt und verpackt. Tja, solltest du lieber abhauen, bevor die Polizei hier ist. Tu nicht so, als solltest du ihn hier haben. Immerhin bin ich sein Vater. Das hat doch damit nichts zu tun. Du willst ihn nicht. Also ist er nicht bei mir. Laura, ich bin zum ersten Mal Vater. Jetzt gib mir wenigstens eine Chance. Ich bin doch das Licht deines Lebens, oder? Er ist bei deinen Eltern, stimmt's? Wieso fragst du das? Laura, ich liebe dich doch. Dann schenk mir eine Zigarette. Ich hab keine mehr. Komm, gib mir einen Kuss. Nein. Komm, küss mich. Nein!